Hallo und priviert aus Kaliningrad. Mein Name ist Uwe Niemeyer, in Russland auch kurz Edichewitsch. Ich bin Deutscher, Ostdeutscher. Seit dem 95. Jahr des vorigen Jahrhunderts lebe und arbeite ich in Kaliningrad. Und ich habe eine Meinung mit russischem Akzent. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Start für die Russifizierung Kaliningrads. Viele Jahre figurierte der Begriff Germanisierung Kaliningrads in der Kaliningrader Gesellschaft. Dieser Begriff sollte einen schleichenden Prozess beschreiben, die Stadt und das Gebiet Kaliningrad dem russischen Mutterland zu entfremden. Es sollte eine besondere Identität der Bevölkerung geschaffen werden, die sich mehr zur historischen Vergangenheit denn zur modernen Gegenwart hingezogen fühlt. Man könnte diesen schleichenden Prozess auch als Hirnwäsche bezeichnen. Wesentliche Unterstützer für diesen Prozess finden sich in der Kaliningrader Intelligenz, den liberalen Kreisen und im Unternehmertum. Viele glauben, dass eine Veränderung des politischen Status quo für sie persönliche Vorteile, ein besseres Leben bringt. Für den schleichenden Prozess der Hirnwäsche ist der Begriff Germanisierung allerdings nicht korrekt gewählt. Er ist nicht allumfassend für das, was im Kaliningrader Gebiet vor sich geht. Denn nicht alles wird germanisiert. Es gibt auch Prozesse, die man als Amerikanisierung bezeichnen kann. Aber auch andere westliche Länder stehen für eine beeinflusste Kulturentwicklung in Kaliningrad. Vielleicht wäre der Begriff Europäisierung zutreffend. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Denn dieser Begriff ist sehr umfassend. Und das, was in Kaliningrad vor sich geht, ist nicht so umfassend, dass es diese Charakterisierung verdient. Mit anderen Worten, das Wort Entrussifizierung ist wohl der beste Begriff, der alle Vorgänge der Beeinflussung der Kaliningrader Gesellschaft am besten beschreibt. Все пропили. Думаете, что? Кончилась Россия, да? Во! Во! Вот тебе! Jahrelang wurde dieser Prozess ignoriert. Und heute steht die russisch orientierte Gesellschaft im Kaliningrader Gebiet zwar nicht hilflos vor einem Scherbenhaufen, aber doch immerhin am Anfang einer großen Subotnik-Aktion. Die Beseitigung des ausländischen Mülls, der für die Entwicklung einer angenehmen Kultur in der russischen Stadt Kaliningrad nicht benötigt wird. Ну что, все рассказали? Persönlich bin ich der Meinung, dass die Kaliningrader für ein angenehmes Leben keine deutschsprachigen Wohngebiete brauchen. Denn die Häuser, die dort stehen, sind von Russen gebaut. Mit russischem Baumaterial und entworfen durch russische Architekten. Restaurants mit amerikanischer Bezeichnung, in der Königsberger Klöpse mit dem Geschmack von Kaliningrader Buletten serviert werden, braucht auch niemand.
Touristen, deutsche Touristen, französische, britische, chinesische Touristen wollen russisches Leben kennenlernen und nicht eine billige Kulturkopie aus ihrer eigenen Heimat. No, za iskustvo. Und auch die Kaliningrader selber brauchen keine Pseudo-Westkultur in Kaliningrad. Häufig ein billiger, falscher Abklatsch der wirklichen Kultur, die in Deutschland, Italien, Spanien, China herrscht. Wer diese Kultur genießen will, fährt dorthin. Die Reisefreiheit macht dies möglich, auch wenn es gegenwärtig temporäre Einschränkungen gibt. Nun macht die progressive russische Gesellschaft in Kaliningrad langsam mobil. Vermutlich hilft auch ein wenig die gegenwärtige, sehr angespannte Situation zwischen Deutschland und Russland. Deutschland selber hat sein positives Image, seine Narrenfreiheit in Kaliningrad, im August des Jahres 2014 verloren. Der Auftritt eines deutschen Diplomaten mit einer antirussischen Hassrede in Kaliningrad war der Auftakt für eine andere Einstellung zu den ach so guten Deutschen seitens russischer Verantwortlicher. Фемистоклюс. Хочешь быть дипломатом, посланником? Хочу. Jetzt beginnt die Kaliningrader Staatsanwaltschaft, vermutlich aufgerüttelt durch Vertreter der Kaliningrader progressiven russischen Gesellschaft, die russischen Gesetze zum Schutze der russischen Sprache umzusetzen. Spektakulär wurde der Fall der Inschrift Neuhausen an einem Haus am Stadtrand von Gudewsk behandelt. In wenigen Tagen wird das Problem erledigt sein, informierte der zuständige Staatsanwalt in Gudewsk. Der nächste Fall wird der des deutschen Soldatenkreuzes auf der Kantinsel sein. Kaliningrad Domizil hat darüber berichtet. Und anscheinend hat eine bekannte Kaliningrader Firma die Zeichen der Zeit gerade noch rechtzeitig erkannt. Königsbäcker erfüllte bisher alle Voraussetzungen, dass der Staatsanwalt mit der ganzen Strenge des Gesetzes gegen diese Firma, die viele Konditoreien in der Stadt und im ganzen Gebiet Kaliningrad betreibt, hätte vorgehen können. Людмила Афанасьевна, Сидирёв, к вам тут товарищ из органов прибыл. С вами желает разговаривать. Die Firma verfügt über eine Immobilie direkt im Gebäude der Kaliningrader Stadtverwaltung. Hier waren schon immer verschiedenste Restaurantformate untergebracht. Jetzt wurde hier ein Königsbäcker eingerichtet. Die Reklame über dem Eingang hing aber nur ganz kurze Zeit. Und am Donnerstag wurde sie plötzlich demontiert. Und eine russischsprachige Konditoreibezeichnung angebracht. Sie bedeutet in der Übersetzung Königsbäcker. Man verzichtete in der jetzigen Variante auf die deutsche Übersetzung. Wozu auch? Deutsche Touristen kommen sehr wenige nach Kaliningrad. Weniger als 2% vom gesamten Tourismusaufkommen. Den Umsatz macht diese Konditoreikette mit den Kaliningradern. Und die sprechen Russisch. Das Niveau des deutschsprachigen Königsbäckers hat in der letzten Zeit sehr stark nachgelassen. Das einzig Königliche an diesen Konditoreien waren die Preise. Freundlichkeit und Sauberkeit ließen sich überhaupt nicht mehr mit dem vergleichen,
wie es damals war, als die ersten Konditoreien eröffneten. Барта Варли, Кузал. Что он говорит? Он говорит, приятного аппетита. Кушайте, кушайте. Somit bleibt zu hoffen, dass die erste russischsprachige Konditorei Karalevskaya Pekarnia die Chance nutzt und die Qualität der Backwaren und auch des Service auf wirklich russisches Niveau anzuheben. Und за понимание. Anzuheben. Und mit Ungeduld wartet die progressive russische Gesellschaft auf die reklametechnische Umbenennung aller anderen Konditoreien. Schon deshalb, weil niemand wünscht, dass der Staatsanwalt erst noch Aufforderungen an die Firma versenden muss. Und vielleicht verstehen auch die vielen anderen, die Deutschland über alles lieben, dass niemand etwas gegen diese Liebe hat, aber geliebt wird in Kaliningrad im Rahmen russischer Gesetze. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.